This is the final curtain call. Gonna make a change for once in my life. Seine Karriere war ein Knaller und sein Leben war ein Thriller. Kein anderer Popstar auf dieser Welt hat so viele Menschen erreicht und vor allen Dingen gefesselt wie Michael Jackson, der unumstrittene King of Pop. In keiner anderen Metropole hat er sich so sehr verewigt wie hier in Los Angeles. Und deswegen wollen wir heute hier auf Spurensuche gehen. Ich werde mit Menschen sprechen, die ihm auf unterschiedlichste Art und Weise nahestanden. Mit seinem Bodyguard, mit seiner Köchin, mit seinem Manager und nicht zuletzt auch mit seinem Vater. Und mit ein bisschen Glück schaffen wir es vielleicht sogar, auf die legendäre Neverland Ranch zu kommen, die in diesen Tagen abgeriegelt ist, wie sonst eigentlich nur Fort Knox. Das Kino war die eine von Michael Jacksons Traumwelten. Seine Neverland Ranch war die andere. 3 Stunden sind es von hier in etwa mit dem Bus, gut 2 Stunden mit dem Mietauto. Aber es geht auch deutlich schneller und preiswerter. Man muss es nur sauber einfädeln, denn hier in Los Angeles wird Sauberkeit großgeschrieben. Und offenbar habe ich alles richtig gemacht, denn der Herr hinter mir wird mich jetzt sehr schnell und sehr diskret zu Neverland Ranch bringen. Liebes Reisetagebuch, bin auf dem Weg zum Allerheiligsten des King of Pop. Ein netter Bursche namens Mike LaPerrick hat sich meiner angenommen. Ihn und Michael kann man ein Herz und eine Seele nennen, denn Mike LaPerrick war sein Chef-Bodyguard, hat ihn vor allem abgeschirmt, was bad und böse war. Die Neverland Ranch war sein wirkliches Zuhause, ein Ort der Ruhe. Da konnte er kreieren, sich wohlfühlen und wirklich der Mensch Michael Jackson sein. Ich erinnere mich an das erste Mal, als ich mit Michael zusammen war. Ich musste seinen Rolls-Royce fahren und ich hatte noch nie zuvor einen gefahren. Das war ein ziemlicher Aha-Moment für mich. Also, sie gaben mir die Schlüssel für den Rolls-Royce und ich hatte noch nie einen gefahren. Ich wusste nicht, wie man die Klimaanlage oder das Radio anmacht. Also, ich erinnere mich, wir fuhren zu diesem Termin. Michael saß auf dem Rücksitz mit seinen Kindern Prince und Paris. Und ich fahre also diesen Rolls-Royce, den ich noch nie gefahren habe. Und ich frage mich, was mache ich hier? Es war ein sehr merkwürdiger Moment. Ich hatte den großartigsten Entertainer der Welt auf meinem Rücksitz und ich dachte nur, wenn ich einen Unfall baue, ist meine Karriere zu Ende. Ich bin mal gespannt, ob die uns reinlassen. Mal hieß es ja, dann wieder nein, dann wieder ja, dann wieder nein. Tja, was nützt die schönste mündliche Drehgenehmigung, wenn am Ende der Sicherheitsdienst vielleicht nicht mitspielt? Wahnsinn, das Tor geht auf.
Ich glaube nicht, dass die Ranch irgendetwas damit zu tun hat, dass er einsam war. Es war, er konnte sich dort erholen. Er war ein sehr einsamer Mensch in vielerlei Dingen. Aber das war nicht der Ausschlag der Ranch, sondern das war seine Mentalität. Also es war im Grunde nicht damit zu rechnen, aber wir haben es tatsächlich geschafft. Wir sind auf dem Gelände von Neverland und folgen jetzt diesem sehr unauffälligen Personenschützer vor uns. Speechless, speechless, that's how you make me feel. Though I'm with you, I am far away and nothing is for real. Was ist das für ein Tor? Das sieht so golden, verchromt aus. Das ist der Eingang zur Neverland Ranch und hier steht immer noch sein Name und die Figur. Auf dem ganzen Gelände wurden Seen angelegt. Michael liebte das Wasser. Und er liebte natürlich die Kinder. Er hat sich diese Bronzestatuen extra anfertigen lassen. Die findet man auf dem ganzen Gelände. Gleich hier rechts kommt der Bereich, in dem die Tiere untergebracht waren. Also keine normalen Haustiere, Elefanten und Kamele und so. Das sieht aber alles jetzt überraschend gepflegt und gut aus. Und wir sehen hier auch jetzt Arbeiter, die gerade dabei sind, es hier schön zu machen. Ja, das wundert mich auch. Die müssen irgendwas Großes vorhaben. Vielleicht wollen die Neverland jetzt für die Fans aufmachen. So what do you think? How's the feelings coming back here on this Neverland Ranch? It's crazy. Oh, das ist verrückt. Es kommen so viele Erinnerungen jetzt in mir hoch. Ich bin schon so lange nicht mehr hier gewesen. Und das ist ziemlich aufregend für mich. Ich meine, ich habe hier eine Menge Zeit verbracht. Oh, schauen Sie da drüben. Da ist ein Kino drin gewesen und Michaels Tonstudio. Und da drüben ist der Pool. Da haben Michaels Kinder schwimmen gelernt. Das ist der Bahnhof hier. This is where the train station is. Ja, genau. Diesen Bahnhof kennt die ganze Welt. Einen Tennisplatz gab es natürlich auch. Und das da hinten, das langgezogene, das ist schon das Haupthaus. Hier hat Michael gelebt. Schau mal, wie viele Garagen da unten sind. Hier links war ein Büro und gleich dahinter im Erdgeschoss immer die Sicherheitsleute. Und rechts, das ist der Privatteil von Michaels Haus. Hier hinter diesen zwei Fenstern war er mit seinen Kindern. Und gleich neben dem Haus steht ein Baum. Schau mal, da drüben. Auf diesem Baum hat Michael seine Lieder geschrieben. Müssen wir unser Bild von Michael Jackson am Ende tatsächlich überdenken? Denn eines der großen Klischees, die es immer gibt, dass beispielsweise Neverland eine Art durchgeknalltes Disneyland sei, haben wir hier heute nicht bestätigt gefunden. Was wir gesehen haben, war ein wunderschönes, ein großartiges Stück Natur, ein Stück Land, in dem jemand einfach seine Ruhe und seinen Frieden gesucht hat. Eine Art Abenteuerspielplatz würdig eines Prinzen oder einer Prinzessin beispielsweise, wie auch Lady Diana, die Michael Jackson sehr gut kannte und die einen Lieblingssong hatte. Und der ist sogar verbirgt. Ich bin wirklich überrascht, wie friedlich und ruhig dieser Ort ist. Und es hat überhaupt nichts Künstliches, so wie ich das eigentlich erwartet hätte. Also Michael strengte sich sehr an, die Außenwelt auszusperren. Er wollte, dass man, wenn man durch das Tor ging, die magische Welt von Neverland betritt. Als ich eines Tages raufkam, um Michael abzuholen, wartete ich in der Küche. Ich nahm die Fernbedienung und zappte durch die Kanäle zu CNN. Und Michael kam rein und sah den Fernseher und er sieht mich an und sagt, Mike, wir schauen keine Nachrichten in Neverland. Niemals. Also nahm ich schnell die Fernbedienung und schaltete wieder zu den Zeichentrickfilmen. So weit ging Michael, um sicherzustellen, dass Neverland niemals seinen Zauber verlor. Dass die Außenwelt draußen blieb und die Magie von Neverland drinnen.
Dieser Ort hat zweifellos einen großen Zauber. Wie war das Leben hier? How was life on Neverland? Es war eine sehr heitere Welt. Er hatte Köche, er hatte Zootiere und das war wirklich einzigartig. Wenn wir wegfuhren, tauchten plötzlich Elefanten auf, wie aus dem Nichts. Und es gab Kamele und ausgewachsene Hirsche an einer Leine und noch andere kleine Tiere. Michael Jackson hatte in besten Zeiten etwa 180 Angestellte hier auf dieser Ranch. War er trotzdem einsam? Wissen Sie, ich würde sagen ja. Obwohl hunderte Menschen um ihn herum waren und die Fans ihn anbeteten, denke ich, dass er sich wirklich nie wirklich geliebt gefühlt hat. Und ich denke, da kamen die Kinder ins Spiel, denn sie schenkten ihm bedingungslose Liebe. Sie wollten nichts von ihm. Sie kannten ihn einfach als Daddy, er war ihr Vater und das ist alles. Er bisher immer Neverland sei in erster Linie ein großer, ein verkitschter, ein gigantomanischer Abenteuerspielplatz. Tatsächlich ist es vor allen Dingen ein ganz großartiges Stück Natur, ein großartiger Flecken Erde. Und wie groß dieses Gelände tatsächlich ist, das sieht man erst, wenn man mal in die Luft geht. 11 Quadratkilometer groß, 20 Mal so groß wie der Vatikan. Wohl kaum eine andere Künstlerresidenz in den vergangenen 100 Jahren hat die Fantasie der Zeitgenossen so beflügelt wie die Neverland Ranch. Im Guten wie im Bösen. Doch das Bild von der grellen Ganzjahreskirmes, das die Medien so bunt ausgemalt haben, greift nur stellenweise. Im Grunde genommen hat sich Michael Jackson hier einen Traum erfüllt, von dem eigentlich fast jeder träumt. Wer besäße nicht gerne ein Stückchen Privatsphäre mit einem großen Schutzzaun? Nur, dass bei Jackson der Zaun eben ein paar Dutzend Kilometer länger ausfällt. In den Maßstäben seines Mega-Erfolges eine durchaus natürliche Dimension. Auch Normalität ist eben relativ. Ja, im Augenblick ist Neverland ein Paradies im Dornröschenschlaf. Keiner weiß so genau, was irgendwann daraus wird. Das letzte Mal, dass es hier richtig laut wurde, dass es hier richtig lebhaft wurde, das war 2003. Damals wurde der King of Pop 44 Jahre alt und hat es noch mal so richtig krachen lassen. Hunderte Freunde und Verwandte waren gekommen, um seinen Geburtstag zu feiern. Und als seine Geburtstagstorte kam, riefen alle: Food Fight, Food Fight. Selten hat man Jackson so ausgelassen gesehen wie bei diesem Fest. Und plötzlich bekam auch er noch eine Torte ins Gesicht.